für den Teil, der eigentlich der leichteste ist, adesso ricevuto una traduzione del parte più semplice. Der heute eröffnete Querschnitt der Literatur, die bereits zum zweiten Mal stattfindet und damit auch schon so etwas wie ein institutionales Ereignis der Stadt ist, passt gut in diese Perspektive. Und der Präsident Zundin bedankt sich beim Club Turisti Triestini, den Schriftstellerinnen und Schriftstellern, den Österreichern, die hier da sind, die eben nach Triest blicken, und bedankt sich auch bei Ihnen als Publikum, die heute gekommen sind. Abbiamo perso un po' nella conclusione la precisione organizzativa di quest'anno fa. Quest'anno fa erano più precisi. Quindi prego, se vuoi fare i saluti, il curatore del Museo Sveviano e del organizzatore del Bloomsday, col quale siamo in sovrapposizione l'altro anno, ma invece quest'anno siamo fortunati di avere Riccardo Ceppa. Grazie, io sono qua sicuramente di spettatore come voi, sono felice di poter perché lo scorso anno questa manifestazione era sovrapposta al Bloomsday, poi al Bloomsday del centenario, una roba grossa, quindi chiaramente non ho potuto assistere, sono contento che quest'anno siamo riusciti a trovare un modo per non sovrapporre le due iniziative. Questa è un'iniziativa molto, molto importante, insomma, quello che una storia continua, appunto. Il presidente Gabbati ha accennato al museo che si sta facendo, dove appunto più o meno si cerca di raccontare anche le origini di questa storia, che qui continua. Dovete tradurre, quindi mi fermo. No, io dico due parole e me ne vado, per cui forse non serve, non so se c'è bisogno. La storia che continua, sia perché è stata una storia fortunata, perché alcuni di questi autori che hanno scritto in tedesco, ma anche in sloveno, nella Trieste Svultica ha avuto un grande successo, no? Anche se poi con Trieste, no, che poi leggevo ieri gli unici cenni che Rilke ha mai messo nelle sue lettere a Trieste, diceva un posto disgustoso, poi era arrabbiato perché doveva cercare un regalo per qualcuno, non ha trovato niente, probabilmente gli ha detto volentieri la provi in Friuli, cioè, quindi insomma diciamo che il legame con Rilke è un po' così evanescente, però sono alcuni di questi autori sicuramente. E poi perché questa storia invece non è stata fortunata, nel senso che appunto come c'è appunto Luciano Santin, c'è stata una smagliatura in questa storia, per cui quella storia in realtà non è completamente finita, perché per esempio alcuni degli autori non sono mai stati tradotti nelle altre lingue del territorio, no? Theodor Doibler non è mai stato tradotto, adesso c'è un grande successo recentemente e mi fa molto piacere di Vladimir Bartoli, no? Sta tornando, ci sono il gruppo più venerdì di Laiba che farà c'era un servizio televisivo su di lui, e Vladimir Bartoli è un altro grandissimo autore triestino, scritto in sloveno, che di cui ha tradotto solo il romanzo, solo l'opera principale, tutto il resto non lo è praticamente, no? Quindi c'è una storia che deve concludere, essere portata a conclusione, mentre questa è una storia che si sovrappone ed è altrettanto interessante dal punto di vista di sociologia della letteratura, cioè autori austriaci che scrivono in tedesco e che prendono Trieste come luogo dell'anima e lo declinano nelle varie aree. Quindi è una cosa estremamente affascinante, estremamente interessante. Io non ho altro da dire, allora grazie Riccardo Cepak, e speriamo che il prossimo evento da celebrare sia l'apertura del Museo della Letteratura di cui sarà curatore. Bene, e qui forse questi autori troveranno anche un angolino. Er hat sehr viel gesagt, er hat jetzt auch sehr viel gesprochen, aber ich sag mal, für die, die sich für die Übersetzung ins Deutsche interessieren, letztes Jahr hatten wir unsere Rassenia am 18. 19. Juni, und das ist genau mehr oder weniger über Kreuz gegangen mit dem Bloomsday, das heißt, hier hat man in Triest eigentlich ein Joyce-Festival, ein Literaturfestival James Joyce gewidmet, und
er ist natürlich sehr froh, auch jetzt als Präsident des Joyce Museums, dass das heuer stattfinden kann, ohne dass wir uns quasi Konkurrenz machen. Hat aber gleichzeitig auch gesagt, wie wichtig es ist oder wie stolz es ihn macht generell, dass österreichische Autoren Triest als Schauplatz nehmen, dass sie Literatur über Triest schreiben auf Deutsch. Er hat auch zuvor schon erwähnt, es gibt natürlich auch hier viele Autoren, die klarerweise durch diese zum Teil Dreisprachigkeit Mitteleuropa und der Tradition, die halt auch hier übersetzt werden, lokal, also hat vor allem einen Autor genannt, den ich jetzt muss ich gestehen, nicht kenne, der in Slowenisch jetzt übersetzt wurde. Aber ich glaube, es hat sich gut eingefügt in auch die Begrüßungsworte, dass also hier diese Initiative begrüßt wird, um der Stadt mehr oder weniger auch wieder ein literarisches Gewicht zu geben, in der Verbindung eben mit Österreich oder auch mit Mitteleuropa und eben der Tradition, die es eben seit dem Imperator Habsburgico, also seit dem österreichischen Kaiserreich gegeben hat, dass man so jetzt wieder anknüpft. Wobei ich gleich sage, ich kenne natürlich auch, sage ich einmal, noch mehr Autoren, die jetzt nicht nur historisch schreiben, sondern die natürlich auch aktuell mit Triest einen Bezug haben oder, sage ich einmal, immer wieder nach Triest hinüberschielen, weil es natürlich eine für uns faszinierende, tolle Stadt ist, nicht nur von der gemeinsamen Geschichte ausgehend, sondern auch sowohl von der Lokalität, von den Örtlichkeiten, von den Bauwerken, aber natürlich von der Natur, aber auch die Menschen. Weil ich glaube, für uns Autoren sind gerade die Menschen sehr wichtig. Jetzt habe ich etwas mehr gesagt. Obernato di più, detto il signore direttore. Ma sei un autore. Sono un autore, la fantasia mi prende sempre.